Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hier auf der Stadtbach mit dem Uwe und dem Paul. Hallo. 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 Was ist so witzig? Das ist Google abladen. Uwe hat die Mähdrescher richtig platziert. Okay. So, jetzt muss ich nachher noch mal ja, so, dass sie gegenüberstehen und Paul direkt unterfahren. Ja, Moment. So, jetzt. Er ist weggerollt, deswegen. Achso, ja, ich bin der. Werner, dein Mähdrescher müsste hier noch weg. Ja. Ja. Du, ich komm vorbei, ne? Sehr gut. Ich kann da nicht rein. Ah, hier. Woher, wer hat denn meinen Schneidwerkswagen gestohlen? Der steht hier am Schondier dran. Von der falschen Seite. Oh, Handbremse drin. Er soll ja nicht wegrollen. Ist ja nur gemietet. Haben wir noch was oder lohnt sich das nicht mehr, was ich da mache? Ich glaube, wir haben schon noch eine Erntemission, wenn ihr wollt. Egal. Eine können die noch also machen. Ernten 28 könnten wir, wobei das bringt nicht so viel. Düngen haben wir keine leider. Wir könnten die 136 ernten. Die 85. Jo. 85 ist, ja, da. Raps. Also die 136 wäre hier in der Nähe. Das ist, schnell, sind wir schnell da. Bringt immerhin 1600 und wir müssen, Gerste runterholen. Ja, lass mal das machen. Gut, Vertrag akzeptieren. Welche war das jetzt, 100? 136. 136. Genau, einfach quasi ein Stück nach ein Stück hier hoch und dann sind wir schon da. Ach, hier vorne, ja. Ich guck mal, ob ich das finde, ne? Ja. Versuch dir mal zu folgen, ne? In meinem Schneckentempo. Mal, fährst du gerade übers Feld? Nö. Achso, ja, dann ist bei mir wohl die Synchro irgendwie falsch. Glaube ich auch. Ja. Bin da. Ich fahr außen rum. Ja, ich glaube, du schaffst den Berg nicht. Danke für Ihr Vertrauen. Okay, das war blöd. Wo ist denn mein Wagenbringer? Der bringt gerade noch Güter weg. Dann mach ich selber. Ja, Schlüssel steckt. Ist mit Fingerabdruckscanner, oder? Klar. Gut. Also ich bin dann auch demnächst da. Ja, du, lass dir Zeit, ne? Gar kein Problem. Ich habe mich gerade gewundert, ob wir für die Gerste kein Geld kriegen, aber wir haben ja schon wieder eine Gerstenmission. Also sonst ist die Frage, oh Mann. Soll ich direkt noch eine neue Mission irgendwie annehmen? Weil die 136 hast du ja relativ schnell abgeerntet. Theoretisch, mit der großen ja. 28. Ich muss jetzt mal suchen, wo die 28 ist. Pass aber auf, irgendeine Wagt und eine Maismission. Oh, warte. Nee, das sind... Ah, Sonnenblumen. Ja. Ja, genau. Falsches Neidwerk. Wie heißt das? Falsches Neidwerk. Okay. So, Raps auf der 85 können wir aber machen. Die ist da drüben. Ja, dann würde ich sagen, ich mache Raps auf der 85. Dann bin ich angekommen, wenn Werner das Feld abgeerntet hat. Das ist auch eine Arbeitstherapie. Ich tut mir leid, ich kann nur 25 fahren. Ja. Also ich muss so aufpassen hier, ey. Warum? Irgendwann rammel ich einfach über den Schneidwerkswagen drüber. Werner, was haben denn die Kommentare eigentlich ergeben bezüglich des Headtrackers? Es wurden ein paar empfohlen, auch mit tatsächlich, ja, ob, kann man als Langzeit-Review sagen, weiß ich nicht, aber
Tatsächlich dieser Tobi Eye Tracker. Ja. Er hat wohl. Ist zwar teuer, wurde geschrieben, aber ist einfach am besten. Okay. Weil du auch von der Bedienung her die nicht so oft justieren musst wie die anderen. Die anderen musst du wohl bei jedem Neustart neu justieren. Ah, okay. Und der hat wohl irgendwie so ein Profile oder so ein Profildingens dabei, was alles Einstellungen speichert. Und was dir auch sagt, theoretisch, dass du richtig am Tisch sitzt, weißt du? Ja. Also, ob du die richtige Ausgangsposition eingenommen hast oder nicht. Interessant. Ich hab dann bei so günstigeren Dingern gehört, da ist das Problem, wenn die Sonne reinscheint, da kann er es nicht richtig erkennen und also so Dinger. Also wird es ein Tobi-Ei? Mal gucken, aber ja. Ich glaube, in Erlangen hatten die auch einen, aber ich habe den nicht testen können. Aber ich bin jetzt demnächst eh wieder da, deswegen wollte ich mir das nochmal anschauen davor. Ja, sehr schön. So, wo seid ihr jetzt überall unterwegs? 136. Und? Wo ist Uwe unterwegs? Ich bin hier gerade noch am Schneidwerkswagen freikämpfen. Ich fahre hier Schleichwege, die nicht gut sind. Und wo fährst du hin? Zur 85. War ich hier richtig? Muss mal kurz... Das war mir auch immer, wenn die morgens zur Arbeit fahren. Paul, du bist in der Nähe. Ich bräuchte mal einen Schubser für meinen Schneidwerkswagen. Ja, komm. Ja, ich komm gleich. Nee, alles gut. Ich fahr einfach mal schnell außen rum. Ich häng nur schon einen Anhänger da oben ab. Da komm ich. Ich guck mal, ob ich bis dahin fertig bin. Irgendwas hat sich jetzt geändert. Wir haben weniger Geld als vorher. Aber massiv weniger Geld, ne? Ich weiß nicht. Das kann ich euch sagen. Und es gibt auch einen in der Gruppe, der schon wieder grinst wie ein Honigkuchen fährt. Ja, ja. Nein. Ich hab's gehört. Und es war nicht Uwe. Was hast du gemacht, Paul? Der Unimog hat jetzt volle Leistung. Ich hab's für noch gemacht. Aber das war günstig. Ja, der hatte auch schon fast voll. Ich hab ihn jetzt von 160 auf 240 hochgehauen. 11.000. Ja, das ist doch in Ordnung. War ja geplant, also... Ja. Wollen wir dann die restlichen Erträge, die wir jetzt verdienen durch die ganzen Missionen, die wir noch angesammelt haben, tatsächlich auf Feld 5, in Feld 5 investieren? Können wir gerne machen. Wie gesagt, wir haben ja auch noch ein bisschen Silage rumliegen, da können wir auch noch so Geld machen. Ja, genau. Und die Eier? Ja, müssen wir auch einen Automat verkaufen. Ja gut, aber dann kaufen wir den Automat im Zweifel 2-3 Tage später. Ja, das ist ja nicht schlimm. So. Oder wo hängst du? Ich häng hoffentlich gleich nicht mehr. Ich häng hier rum. Ja, das sollte passen. Da fährst du über Mountain Farmers hier. Was sind denn die bestbezahlten Missionen? Sind immer noch Dünger, ne? Ich glaube ja. Das ist eine gute Frage. Uwe, wenn du deinen Drescher einklappst, dann ist die Leiter vorne weg. Warte, mach ich gerne. Ja. Tipp vom Profi. Tipp vom Profi. Nicht, dass du die noch abfährst. Ich bin aber gerade mit dem Schneidwerkswagen tatsächlich hängen geblieben. Ich glaube, die Leiter hat auch keine Kuli, also von daher. So, ich fahre in dem Fall im Prinzip zu 101 hoch, okay. Och man, nur weil ich Paul ausgewichen bin, habe ich jetzt hier auch nochmal den Zaun ein bisschen. Ich sehe schon, bei Uwe läuft halt nicht rund. Ach, hör mal. Wie immer könnte ich jetzt sagen. Oh, ich wollte jetzt nicht im Mund nehmen, weißt du? Nee, du, ich kann damit sehr gut umgehen. Der Nachbarshund hat mich hier auch schon fast attackiert. Oh. Lief hier gerade schon bellend von der Seite. Brauchst du nur einen alten Lederhandschuh wegwerfen? Also ich habe einfach schnell Gas gegeben. Also schnell ist ja relativ viel. Immer weitergefahren einfach. Paul, du fährst ja auch Lona ein bisschen, ne? Ja, mehr oder weniger. Ist das schon mal passiert, dass du auf dem falschen Feld warst?
Jetzt sprichst du sowas an. Nein. Nee, aber ich denke mir gerade, weil so Beschreibungen von Landwirten, weißt du, der dritte Baum links, oh, siehst du schon? Nicht. Da stelle ich mir ziemlich schwierig vor, tatsächlich. Weil wir haben hier eine kleine Karte und das ist ja relativ angenehm im Spiel, aber in Real Life stelle ich mir ein bisschen schwieriger vor. Frag mich. Wir haben relativ viele Leute hier in der Nähe, die Felder angrenzend haben. Ja. Es gab so ein Jahr, da haben sie quasi fortlaufend ihr Zeug angesät. Oh, schön. Och, nö. Wo ist denn die Grenze, ne? Und du fährst da halt, nee, es waren schon einzelne Flächen, aber okay. Wenn du das jahrelang gewohnt bist, dass du halt alle Flächen von denen abfährst und so weiter, irgendwann denkst du mal kurz nicht genau drüber nach und bist auf einmal auf der falschen Fläche. Aber das mit Abstand Schlimmste war tatsächlich die eigene Fläche vom Lohnbetrieb. Da hat der andere Lohnbetrieb, der hier zu Hause ist, nebendran eine Fläche. Und da stand auf beiden Weizen drauf. Das Problem war nur, den ich dreschen musste, das war Vermehrungsweizen. Okay. Das heißt, der wird wieder zu Saatgut verarbeitet. Da musst du vorher Mähdrescher ausputzen und bliblablub und sowieso. So. Da steht der Weizen. Blopp, Vorgewende angefahren. Hier sieht's da wohl komisch aus. Da sieht's aus wie ein Übergang. Oh, scheiße. Schwierig. Ja. Und dann geht man vorsichtig zum Nachbarn rüber und sagt, Entschuldigung, mir ist da ein Paar passiert? Ja, ich hab 10 Meter von seinem Vorgewende weggedrückt. Also das war, ja, das ist noch nicht mal eine Handvoll im Korntank drin eigentlich, aber ich musste halt den Mähdrescher wieder putzen. Ja, schön. Das war halt sehr lustig. Dann zum Glück war der Tank gerade leer, das heißt, ich musste eh an den Hof runterfahren. Dann konnte ich gerade die Unimog-Brücke füllen, bin dann wieder losgefahren. Das aber war kostet echt nicht doch, nett. Doch dann Zeit einfach, die man nicht hat, ne? Ist ja fast so wie bei diesem Werbespot, wo man das falsche Haus abreißt. Ja, okay. Welche Werbespots guckst du, wo man das falsche Haus abreißt? Das glaube ich war von der Versicherung. Da haut er einmal mit dem Bagger gegen die Wand, dann sitzt die Familie am Frühstückstisch, dann steht der Bauleiter daneben, morgen! Und dann winkt der Nachbar schon rüber, so, eigentlich müssen wir das hier abreißen. Ach so, ja, okay. Schon relativ witzig. Absolut. Wenn du nicht der Bauarbeiter bist, schon. Ja, glaube ich auch. Oder die Familie. Schlussendlich hat er nur den Plan falsch rumgehalten. Naja. Man kennt, ne? Tja, die Kleinigkeiten im Leben. Uwe ist ja auch schon am Dreschen. Ich? Der Uwe ist schon am Dreschen. Ja, ja. Hat er schon angefangen jetzt? Ja, immer. Er ist schneller als du. Boah. Wie schneller als Werner? Der ist doch schon fast fertig. Alles andere war eine Schande. Immerhin, ich bin schon mal angekommen. Das ist doch gut so. Man muss sich auch mal einleben am Feld, weißt du? Ja, unbedingt. Man muss es auch mal richtig genießen, mit dem Glas hier unterwegs zu sein. Richtig, richtig. Klimaanlage ist ne? Ja nicht in der Zeit. Wie bitte? Klimaanlage ist ja keine da drin. Ich glaube schon. Also es ist hier schön kühl drin. Ich guck gerade mal. Ich glaube es weniger. Hat so ein Ding? Ich glaube nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. In den Baujahren hatten die, glaube ich, noch kleine Klimaanlagen. Ein Kippfenster und das war's schon. Ja. Das tut seinen Dienst. Bei 25 km/h? Okay. Ja, bei 25 km/h kommt dann eine leichte Brise, das passt. Das Problem ist nicht der Fahrtwind. Nee, das stimmt. Das Problem ist auf dem Feld. Wenn du dann mal so in so einer schönen Staubwolke stehst und dich am ganzen Körper juckt, bevor du überhaupt 5 Meter gefahren bist. Das ist dann geil. Ja, stelle ich mir super vor, wenn die früher ohne Kabine gefahren sind. Oh ja. Da ist das heute schon alles Luxus, ne, mit Kühlschrank und Klimaanlage. Oh ja. Weil ich sagen muss, ich habe lieber einen Traktor ohne Klima als einen mit Klima, die nicht funktioniert. Das ist dann nämlich echt Horror.
Warum? Also ich hätte jetzt gesagt, es kommt eigentlich aufs Gleiche hinaus. Nee, das Problem ist, bei den neuen Traktoren kannst du meistens durch Panoramascheiben und Sichtfeld bliblablub meistens keine Frontscheibe aufmachen. Ah, okay. Ja gut, beim alten natürlich dann schon. Beim alten fährst du halt alle Scheiben auf und gib ihm Saures. Da hast du Zugwind und alles schön. Gib ihm Saures vor allem, weißt du? Ja, und wenn du nichts aufmachen kannst, dann hat's halt eine Sauna-Hitze da drin. Das ist unfassbar. Dann ist es natürlich noch alles aus Glas, weil du musst ja überall raussehen. Sichtfeld und hier. Ey, da gehst du echt kaputt. Gut, kaputt gehen wollen wir nicht, aber liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr trotzdem einen Daumen nach oben lassen. Wir sind fertig für heute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.